Zeitebenen eher short sind und auf den kurzen Zeitebenen eher long sind. Nächster Markt ist Öl. Den ziehen wir mal rein. So, Öl auf Daily Basis. Long oder Short? Short. Aber der Kurs ist drüber. Das ist der gleitende Durchschnitt und der Kurs ist da drüber. Wenn er drüber ist, wäre das aktuell long. Auf 4 Stunden long, auf Stunde long, auf 30 long, auf 15 long, auf 5 Minuten long. Hier haben wir das Phänomen jetzt bei Öl. Alle Zeitebene von Tages bis runter zum 5 Minuten zeigt alles long. Da sollte man ein bisschen aufpassen, wenn man dagegen tradet, so wie ich aktuell, weil wir sind short im Öl. So, Daily Basis, jetzt haben wir die Technologiebörse Nasdaq. Long oder short? Long. Nächster Markt, 4 Stunden. Sind wir long oder short? Technologiebörse. Wie? Short. Genau, der Kurs ist hier drunter. Das heißt, Tagesbasis long. 4 Stunden kippt der Markt schon. Also auf die 4 Stunden bedeutet, jede einzelne Kerze ist jetzt hier 4 Stunden. Wird auf Stundenbasis sind wir short. 30 sind wir short. 15 sind wir short. Und 5 Minuten sind wir long. Das heißt, Technologiebörse auf Daily noch long, aber alle anderen Zeitebenen kippen schon. Nächster Markt, S&P 500. Sind wir long? S&P sind wir long. Auf 4 Stunden sind wir short. Ganz klar. Von hier aus angefangen ist der Kurs eher nach unten entwickelt. Stunde 30, 15 sind wir long und 5 Minuten auch long. Okay, gehen wir weiter runter in den MetaTrader und gehen dann jetzt einmal in die Kryptowelt und schauen mal Bitcoin. Bitcoin auf Daily Basis long oder short? Long. 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Dann gehen wir nächsten Markt rein, Ethereum auf Daily Basis long, 4 Stunden short, Stunde 30 und 15, alles short. So, das einmal kurz zur Wetterlage. Und jetzt bereiten wir uns langsam auf unseren Eröffnungstrade vor, live hier aus dem Seminar. 8:59 Uhr, 26 Sekunden noch und dann öffnet der Markt. Und wir sehen, wir sind bei 15.658 Zähler und wir sind ein Tickchen höher wie die fünf, dichter dran zur 15.700er Marke, der Big Number. Schauen wir mal, wie der Markt jetzt reinkommt. 9. Da unten ist immer der Timer und um 9 Uhr öffnet dann praktisch der Kassamarkt. Dann schauen wir auch, wie die Vola-Boxen reinkommen. So, wir sehen jetzt hier 9 Uhr. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, die Vola-Box hier oben wartet auf den Einstieg 15.723. Der Markt kommt ein Stückchen höher. Wir wechseln die Big Number von 15.600 auf 15.700. Die Big Number sind die psychologischen Marken, immer hunderte Abschnitte. Wenn der Kurs jetzt reinläuft hier, wird die Box automatisch aktiviert und dann ist das wäre das unser Eröffnungstrade. Noch ist der Kurs hier nicht reingelaufen. So, 15.707 zu 15.692. Wenn dieser Kurs, der DAX, jetzt reinläuft hier, aktiviert automatisch, wird die Falle aktiviert. Wir haben ein Anfangsrisiko von 0,010. Und jetzt ist
sehen wir, die Software hat umgesprungen, wir sind flat. Wir sind jetzt im Eröffnungstrade. Trade Nummer 1 ist long. So, abweichendes Ziel an. Okay, die blaue Linie ist praktisch unser Gewinnziel und wir sind hier oben links im der Big Number und das war der Eröffnungstrade. Meine Damen und Herren, der erste Trade ist in den Gewinn gelaufen und das war ein Big Number Trade. So, wir sehen es hier mit klein, mit der Grüne. Das war der Eröffnungstrade. Und ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern zumindest für unser Videotagebuch auf dem Weg zum 1000. Handelstag. Und wir hören uns morgen wieder.